Eine neue Folge unserer Rubrik Drei Fragen an steht heute im Programm. Wir sprechen mit Vera Sindermann. Sie ist Referentin für Sport- und Vereinsentwicklung im Sportbund Rheinland, genauer gesagt bei der SBR Management Akademie und kümmert sich jetzt ganz neu um die Webinare beim Sportbund Rheinland. Wir hatten die Premiere, liebe Vera, du hörst mich auf der anderen Seite ja, mit dem Online-Modul für die Sportabzeichenprüfer. Wie erfolgreich war die Premiere und wie fühlst du dich nach der Premiere? Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass so viele Teilnehmer bei unserem ersten Webinar dabei waren. Ein Stück weit bin ich natürlich auch sehr erleichtert, dass alles so reibungslos funktioniert hat. Aber ich hatte mit meinem Kollegen Alex Mirnov auch eine Menge Spaß dabei und ist auf jeden Fall ein cooles Projekt. Schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Wie sind denn die Inhalte für die Webinare geplant? Gibt es da irgendwie ganz spezielle Punkte, die sich hervorragend anbieten? Und wie sieht das aus beim Sportbund Rheinland? Also da eignen sich eine ganze Menge an. Vorträgen für zum Beispiel Live-Simulationen wie das Sportabzeichenmodul für Prüfer oder auch die Bezuschussung von Vereinsmanagern und Übungsleitern, aber auch die Bestandsmeldung. Dann sind noch kurze Vorträge zu Vereinsthemen und Beratungsangeboten im Kommen. Und ja, solange es nicht länger als 45 Minuten Vortrag ist und eine anschließende Fragerunde, sollte eigentlich fast jedes Thema für Webinare geeignet sein. Dritte Frage, letzte Frage. Wie ist der Stellenwert der online-basierten Aus- und Fortbildung beim Sportbund Rheinland? Ja, Webinare sind ein weiteres Angebot. Im Zuge der Digitalisierung beim Sportbund Rheinland haben wir ja schon die Blended Learning Formate in der Aus- und Fortbildung etabliert und Webinare sind jetzt noch eine zusätzliche Möglichkeit für Vereinsvertreter, sich auch online weiterzubilden und nicht nur ausbilden zu lassen online. Klingt spannend. Vielen Dank für die drei Fragen. Schauen wir dann doch noch mal in den Kalender. Wann stehen die nächsten Webinare beim Sportbund Rheinland an? Also wir haben dieses Jahr noch drei Webinare geplant. Im November findet noch eins statt zum Thema Cyberschutz, Versicherungsschutz im Internet. Und im Dezember folgen noch zwei weitere Live-Simulationen, einmal zum Thema Bestandsmeldung und einmal zur Bezuschussung. Super. Da freuen wir uns drauf, dass die hoffentlich genauso gut gebucht werden wie die Webinare rund um das Sportabzeichen. Das waren unsere drei Fragen an heute an Vera Sindermann, Referentin für Sport und Vereinsentwicklung beim Sportbund Rheinland. Und wir melden uns dann demnächst wieder, wenn wir drei Fragen an haben.